Schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Rottensteiner. Ich bin selbst auf einem Milchviehbetrieb aufgewachsen, habe aber dann später, als ich den Betrieb übernommen habe, entschieden, etwas anderes draus zu machen. Wieso? Dazu komme ich später noch. Heute nehme ich euch mit auf zwei meiner Betriebe und zeige euch, wie ich die Zukunft der Milchwirtschaft einschätze. Doch zuerst schauen wir uns den Stand der Dinge anhand von Zahlen, Daten und Fakten an. Eine Studie des Europäischen Amtes für Lebensmittelsicherheit besagt, dass der Milchkonsum im Jahr 2000 in der Europäischen Union bei durchschnittlich 221 Litern lag. Im Jahr 2020 waren nur mehr bei 176 Litern. Der Rückgang ist jedoch nicht in allen Ländern gleich ausgeprägt. In einigen Ländern ist der Milchkonsum weiterhin hoch, während er in anderen Ländern stark gesunken ist. Dies ist auf verschiedene Faktoren wie Alter, den Bildungsstand und den Essgewohnheiten der Bevölkerung zurückzuführen. Laut Eurostat betrug die Milchproduktion in der EU im Jahr 2001 insgesamt 153,2 Millionen Tonnen. Im Vergleich zu 2001 hat sich die Milchproduktion in der EU um etwa 10 Millionen Tonnen erhöht. Die führenden Milchproduzenten in der EU sind Deutschland, Frankreich, Polen und Niederlande. Die EU ist einer der größten Milchexporteure der Welt mit einem Anteil von mehr als einem Viertel von den weltweiten Milchexporten. Die EU importiert auch einige signifikante Mengen an Milch und Milchprodukten, insbesondere aus Drittländern wie Neuseeland und den USA. Gleichzeitig exportiert die EU Milch und Milchprodukte in vielen Teilen der Welt, insbesondere nach Asien, Nahe Osten und Afrika. Einige der wichtigsten Absatzmärkte für Milchprodukte aus der EU sind China, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Algerien, Russland und Japan. Mit ca. 32,5 Millionen Tonnen ist Deutschland der größte Milchproduzent in der EU. Der Bioanteil liegt dabei nur bei 4%. In Deutschland gibt es heute ungefähr 3,8 Millionen Milchkühe. Diese verteilen sich heute auf ungefähr 54.000 Milchviehbetrieben. Im Jahr 2000 waren es noch 138.000 Milchviehbetriebe. Die Anzahl der durchschnittlich gehaltenen Milchkühe hat sich in diesem Zeitraum von 33 auf 70 mehr als verdoppelt. In dieser Grafik sehen wir, wie sich die Preise in Deutschland für Milch entwickelt haben. Die Preise für Biomilch sind dabei leicht gestiegen, die Preise für konventionelle Milch sind aber mehr oder weniger gleich geblieben. Das heißt, in den letzten 10 Jahren gab es für Milch nicht mal einen Inflationsausgleich. Also wir sehen, Bauern produzieren immer mehr, haben aber am Ende nichts davon, weil das Angebot schon über Jahrzehnte immer höher war als die Nachfrage. Die Milchwirtschaft ist ein so hochspezialisierter und effizienter Produktionszweig, dass es immer nur darum geht, wer kann noch mithalten. Wer nicht mehr mithalten kann, hört auf, damit andere wachsen können und somit noch günstiger produzieren können. Willst du da wirklich mitmachen? Milch ist ein Rohstoff der Industrie, also bietet keinen echten Mehrwert für die Gesellschaft. Wir sehen, der Konsum nimmt immer weiter ab und ich denke, das wird sich in Zukunft noch beschleunigen. Denn vegane Alternativen kommen gerade erst so richtig ins Laufen. Kühe sind umweltschädlich, das ist einer der größten Trends der nächsten 50 Jahre. Junge Menschen sind darauf sehr sensibel, dank Greta. Willst du wirklich gegen den Strom schwimmen? Wir werden auch diesen Betrieb dieses Jahr noch komplett auf Waagezucht umstellen. Wenn du mit dem Strom schwimmen willst und glaub mir, das macht um einiges mehr Spaß, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Ich werde dir zeigen, wie es geht. Setze auf eine Produktion in einen Zukunftsmarkt und stell dir dabei zwei wichtige Fragen. Was bringt es den Kunden und was bringt es der Umwelt? Aus Kundensicht zu denken, ist ein altes Marktgesetz und die Umwelt wird immer wichtiger, weil es der Kunde verlangt. Dank Greta. Hier zum Beispiel sehen wir die Produktion von Qualitätsfleisch. Laut Statista und Eurostat importiert die EU jedes Jahr 300.000 Tonnen Fleisch aus Brasilien, Australien, Neuseeland, Argentinien und den USA. Dieses Fleisch ist vor allem Steakfleisch, das in der Gastronomie oder anderweitig verwertet wird, weil es in der EU zu wenig davon gibt. Doch wir könnten in Europa noch viel besseres Fleisch produzieren und so das Tierwohl und den Umweltschutz in den Vordergrund stellen. Der Fleischkonsum in Europa ist zwar grundsätzlich auch auf den absteigenden Ast, allerdings werden die Menschen immer bewusster und sind bereit, für gute Qualität mehr Geld auszugeben. Außerdem bin ich der Meinung, dass sowohl billig Milch als auch billiges Fleisch in Zukunft nicht mehr von Tieren stammen wird, sondern aus dem Labor kommt. Aber trotzdem wird Milch nicht so schnell vom Markt verschwinden. Wenn du weiter Milch produzieren willst, dann mach das so, dass der Kunde einen echten Mehrwert hat. Und produziere nicht einfach nur einen Rohstoff für die Industrie und mach dich davon abhängig. Einige Beispiele dafür können sein Direktvermarktung, das heißt, du produzierst selbst guten Käse oder Milchprodukte, du produzierst CO2-neutrale Milch, Heumilch, A2-Milch oder sogar Ziegenmilch. Die Kunden sind bereit, für Qualität und Mehrwert mehr auszugeben. Das sieht man daran, dass diese Sojamilch mit Abstand die teuerste von diesen drei Milchsorten ist, obwohl sie nicht von der Kuh stammt.
In Zukunft wird es aber sogar noch billige Fake-Ware aus dem Labor geben, die noch günstiger ist wie die günstigste Milch von diesen dreien. Immer mehr Menschen treffen die Entscheidung, komplett vegan oder vegetarisch zu leben. Das hat zur Folge, dass die, die noch Milch konsumieren, viel kritischer werden und wissen wollen, wo die Milch herkommt. Das ist zum Beispiel deine Chance als Direktvermarkter. Ich will dich, wenn du Milchproduzent bist, nicht dazu bringen, deinen Betrieb aufzugeben. Ich will dich ermutigen, deinen Betrieb so, wie er heute ist, fit für die Zukunft zu machen. Ich glaube, wir Landwirte haben eine rosige Zukunft vor uns. Wir müssen nur die Chancen der Zeit nutzen und das produzieren, was die Gesellschaft wirklich will. Oder bestenfalls sogar, wofür sie bereit sind, gutes Geld auszugeben. Denn auch die Landwirtschaft funktioniert nach Angebot und Nachfrage. Ich selbst habe meinen Milchviehbetrieb vor 6 Jahren komplett auf Waagezucht umgestellt. Das Wichtigste, wenn du auf der Suche nach einer Alternative bist, du musst erst aus Sicht des Kunden denken. Oder bestenfalls deine Kunden ganz einfach fragen, was sie wollen. Und im zweiten Moment kannst du schauen, was auf deinem Hof umsetzbar ist. Auf diesem Kanal werde ich dir in den nächsten Videos zeigen, welche Alternativen es gibt und wie man sie erfolgreich umsetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!